So, guten Abend, meine Freunde, und herzlich willkommen im neuen Video vom Turbogockel. Ich bin wieder da, ja. Jetzt habt ihr einen Tag von mir nichts gehört. Gestern habe ich, glaube ich, kein Video online gesetzt. Nein, gestern nicht. Ja, Leute, es ist Freitag, es ist abends. Ich gehe jetzt gleich nach Hause. Eigentlich wollte man heute live gehen, aber ich bin ehrlich, ich hatte heute keinen Bock. Es war noch ein Kumpel da, wir haben noch eine Weile gequatscht jetzt. Und jetzt ist schon 20 nach 6 abends und dachte, jetzt brauche ich auch nicht mehr live gehen. Jetzt mache ich das Video fertig. Soweit alles in Ordnung bei uns. Ja, die Woche ist irgendwie nicht richtig was gelaufen, bin ich ehrlich. Es war irgendwie eine richtige Scheißwoche. Erst durch diesen Feiertag da am Montag, dann Dienstag war Max nicht da, weil er mit der Kleinen ins Krankenhaus musste. Und es war einfach eine Scheißwoche, Leute. Es war einfach eine richtig beschissene Woche, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ich will da gar nicht mal drüber reden. Ich hoffe, dass der nächste Montag auf jeden Fall besser anfängt und die ganze Woche besser wird. Ja, Leute, ich quatsche nicht mehr viel, wie die Woche war. Und ich gehe jetzt gleich mal ich quatsche jetzt nicht mehr viel, wie es mir die ganze Woche war, Leute. Ich gehe jetzt gleich ins Detail. Und zwar, es geht heute um diesen Corrado, Leute. Dieses gute Stück. So, ich weiß nicht viel darüber. Ein Kunde hat was hergestellt. Es ist ein Formotion und die Technik, was da drin ist, Leute, ist brutal. Also es ist brutal. Es ist komplett Formotion, aber es ist nicht der alte Formotion-Antrieb. Es ist schon der neuere Formotion-Antrieb. Die komplette Elektronik. Es geht alles über CAN-Bus. Das Auto startet per Knopfdruck. Das Ding ist einfach brutal, also die haben sich da mit der Elektronik richtig Mühe gemacht. So, nur hat er ein Problem, sagt er. Sie haben es wohl nicht hingekriegt. Sie wollen jetzt eine EMU von uns verbaut haben. Die hat er auch schon gekauft mit einem Adapter. Und er schaltet nicht. Das Getriebe schaltet nicht richtig. Und keine Ahnung, es sind noch mehrere Sachen dabei. Er möchte EMU haben, er möchte ihn abgestimmt haben. Er möchte, dass er vernünftig funktioniert. So, habe ich gesagt, ich versuche es. Ich werde es versuchen, ich mache das nicht tagtäglich mit DQ 500, DSG und 1000 Lampen, 1000 komplett alles elektronisch. Bin ich ehrlich, mache ich nicht jeden Tag. Deswegen, ich werde die EMU da reinstecken und werde erstmal messe ich den auf dem Prüfstand, was der jetzt an Leistung hat. Es soll irgendwas um die 700 PS haben. Ich werde auch gleich eine Probefahrt machen, Leute, weil ich möchte diesen Vergleich sehen. Vorher zu nachher. Ich möchte das fühlen, wie das Auto jetzt läuft, und ich möchte das fühlen, wie das Auto nach meiner Abstimmung läuft. So, und deswegen werde ich auch gleich damit fahren, und am Montag schnalle ich das Ding auf jeden Fall auf den Prüfstand und dann messe ich den mal, was der wirklich an Leistung hat. Ja, ich kann euch das mal so ein bisschen zeigen. Ich finde es selber faszinierend, das ist ein richtig geiles Auto. Es ist ein bisschen auf Oldschool gebaut, muss ich sagen, aber es ist brutal Technik drin. Es ist wahnsinnig, was die da an Technik drin haben. Und ich zeige es euch jetzt mal. Da haben wir das gute Stück. Ne? Die schöne hier Porsche-Räder. Ja, alles Leder. Alles Leder, alles hier bezogen und so. Ne? Und hier Lenkrad mit Schaltwippen natürlich. Ne? Ja, was mir als sofort aufgefallen ist, Oldschool-Türen, Flügeltüren. Ja, finde ich nicht mehr so dolle, bin ich ehrlich. Ich sag euch, warum ich den nicht mehr so toll finde. Weil ich bin oft schnell ans Auto gerannt, reiß die Tür auf, will ins Auto und die Tür geht aber nicht weiter auf und hau mich hier voll dagegen und dann hast du mal da ganz schnell einen blauen Fleck. So, und hast du vielleicht sogar noch die Rippe gebrochen. Ist mir selber schon passiert und ich bin da mal extrem gegen so eine Tür gerannt, weil die halt nicht sofort aufgegangen ist. Ja, dann... Ja, die Flügeltür. Okay, jetzt machen wir mal die Haube auf. Hier ist das originale Steuergerät. So, ich hoffe, dass das offen ist. Da sitzt das originale Motorsteuergerät. Ja, die Haube scheint offen zu sein. Ja, Moment. Ja, und hier haben wir das gute Stück. R32 Biturbo, Leute. Biturbo.
Ja, ist auch nicht so meins, bin ich ehrlich. Habe ich dem Kunden auch gesagt. Er hat es halt damals umgebaut, er fand es halt geil. Und jetzt ist es so, wie es ist. Ein schönes Auto, wirklich wunderschönes Auto. Ne? Ich meine, der eine will Biturbo, der andere Singleturbo. Ist ja egal, solange es gut läuft. Zum Abstimmen ist halt immer ein bisschen, wegen Abstimmen ist ein bisschen schwierig. So, machen wir die Tür auch nochmal auf hier. So. Sehr schönes Auto, ne? Sehr schön. So. Was ich euch aber jetzt zeigen möchte, Leute, schaut mal daher. Schaut mal daher. Der hat hier komplett die Kiste, was ich halt geil finde. Kann die Kamera das auffangen da? Moment. Jetzt. Hier ist der Tacho. Der Rahmen ist noch nicht fertig, das hat er mir gesagt. So, jetzt musst du Zündung anmachen. Manchmal spackt es ein bisschen rum. Ich habe gestern schon da rumgemacht. Auf einmal, da musst du auf diese Fernbedienung da klicken. Die haben sich da extra so ein Ding da reingeformt. Ja, du klickst einmal drauf. So, das ist praktisch wie bei einem neuen Fahrzeug. Dann geht hier alles an. Was ich geil finde, Achtung, jetzt passt mal auf, Leute. Hier ist das Bild von seinem Corrado. Seht ihr das jetzt? Moment, das könnt ihr bestimmt sehen, ne? Das finde ich halt schon geil. Da ist der Corrado, das ist sein Corrado drauf. So, und die Tür ist offen. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Achtung. Zack, die Tür ist zu. Die Haube ist offen, die Heckklappe ist offen. Habt ihr, ist das nicht geil? Da machst du jetzt die Tür auf. Zack, dann zeigt er ja. Das ist sein eigenes Auto auf dem Foto, ne? Dann zeigt er, wie da die Tür da offen ist. Ja, und hier, guckt er mal, hier ist wirklich alles, also hier funktioniert alles, alles mit CAN-Bus. Er hat hier noch ein CAN-Bus, CAN-Check-It-Display, das ist auch noch da. Ja, und starten musst du hier auf den Knopf, Moment, länger drauf bleiben und dann sollte er starten. Zack, und schon läuft, habt ihr es gesehen? Also ich finde es krass, was hier an der Elektronik ist, ne? Niedriger Ölstand, das hat er aber, da muss ich mal Öl nachfüllen jetzt. Da muss ich jetzt mal Öl nachfüllen, bevor ich da fahre mit dem Ding, ne? Ich habe den vorhin schon warm laufen lassen. So, und hier mache ich ihn wieder aus. Da hat er gesagt, soll ich draufbleiben. Und dann geht er automatisch wieder an, aus. Ja, scheint zu funktionieren. Also ist schon Wahnsinn, was da an Elektronik und alles da. Es funktioniert hier wirklich alles. Es ist alles in dem Tacho hier, Spritverbrauchsanzeige und alles. Also schon krass, ne? Richtig krass. Ja, ist halt ein bisschen auf Oldschool, aber finde ich geil. Finde ich wirklich geil, ne? Nur habe ich Bedenken, was mich jetzt schon, wenn ich die Emo reinmache, wie der das überhaupt erkennt. Ich muss mal gucken, wenn ich den starte. Normal startest du über den Schlüssel, machst ihn wieder aus. Ne? Er startet ja und geht automatisch, wenn der Motor anspringt, geht der Anlasser ja aus. Ne? Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Nicht, wenn ich die Emo reinmache und die ersten Testläufe mache, dass er anspringt. Er will vielleicht nicht anspringen. Nicht, dass der sich da totorgelt. Aber ich denke mal, da ist irgendwo eine Zeitschaltuhr und da muss ja irgendwann aufhören. Ne? Da muss ich mal gucken, muss ich den Kunden nochmal fragen, wie das da angeschlossen ist. Und ja Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es euch so ein bisschen gezeigt. Finde ich mega geiles Auto. Bin echt schon gespannt, wie der läuft mit der Emo. Ob ich es überhaupt hinkriege mit dem ganzen CAN-Bus-Gedöns und alles. Ich bin gespannt. Ich berichte. Ja, wenn ich es nicht hinkriegen sollte, dann ist halt so. Ich kann auch nicht alles, aber ich werde es versuchen. So. Also Leute, ja, Beetle-Video habt ihr gesehen, alles gut, alles super. Er steht noch auf dem Prüfstand, er steht noch auf dem Prüfstand. Der Arnold hat gestern noch den Kotflügel alles dahin gemacht. Er war ja alles kaputt, ne, durch den kaputten Reifen, habt ihr mitgekriegt in den Videos. Es hat er alles wieder schön, alles gerade, mein Kotflügel ist wieder drauf, es ist wieder alles gut. Ich habe mit dem Kunden gestern schon telefoniert, er kriegt das Auto wahrscheinlich nächste Woche, dann geht es zum Bekleben und ja, und dann geht's auf Viertelmeile. Dann muss ich mit dem Auto auf irgendeine Rennstrecke und muss es testen. Ne? So, aber dieses Mal geht es auf jeden Fall um den Corrado. Und im Teil 2 seht ihr auf jeden Fall, wie das Ding auf dem Prüfstand steht, was er an Leistung hat und wie der Gockel die Emo reinmacht.
und wie ihr damit zurechtkommt mit dem ganzen Elektronikgedöns, ob ich das hinkriege. Ne? So, Leute, ich würde sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre runter. Ich fülle aber erstmal Öl auf, weil da, oder ich gucke erstmal, ob das überhaupt, ich meine, er zeigt an, Ölstand zu niedrig, ob es stimmt, weiß ich nicht, der hat ja so viele Elektronen dran, da drin, vielleicht ist nur ein Sensor kaputt. Ich gucke gleich mal, wenn aber ein bisschen Öl fehlt, fülle ich nach und dann fahre ich runter. Ne? Und dann gucke ich mal, wie der so fährt. So, also Leute, ich hau ab, ich steig ein, ich fahr los und wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss. Leute, fast hätte ich es vergessen. Heute war der Herr Ketchup da, der hat sein Passat abgeholt. Und der war nochmal da, weil die Ölwanne undicht war. Oder doch, Ölwanne war leicht undicht. Und die Servopumpe war irgendwie undicht. Wir haben eine neue Servopumpe rein. Sonst war er ja mega zufrieden. Die Kiste hat schon ein paar tausend Kilometer, glaube ich, draufgefahren. Ja, auf jeden Fall hat er mir was mitgenommen. Das haben seine Töchter bzw. seine große Tochter gemalt. Weil die haben T-Shirts von uns bekommen. Und da haben die sich übelst gefreut und haben mir da was gemalt. Das müsst ihr euch mal anschauen. So, schaut mal. Da haben die sich richtig Mühe gegeben. Haben sie das da gemalt und ausgeschnitten und draufgeklebt, die Kinder, ne? Ja, guckt doch mal her. Vielen Dank, Gockel und Team, für die coolen T-Shirts. Liebe Grüße, Alina und Alea Ketchups. Ketchup-Geschwister mit VW und hier, ja guckt doch mal, der läuft hammermäßig, da hockt der Gockel drin in dem Käfer. Ist es nicht schön, dass die Kinder sich da so Mühe machen? Ja, vielen Dank nochmal dafür, wirklich vielen Dank, hat mich echt übelst gefreut. Das wollte ich nochmal gesagt haben, habe ich jetzt fast vergessen. Da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken dafür. Ne? So meine Lieben, ich fahre los mit dem brutalen Corrado R32 4Motion B-Turbo. Oder klackt aber der Antriebswelle, glaube ich. DSG DQ 500. Ja, Leute, ich muss das Ding auf eine Emo umbauen. Und ich sage euch, ich fahre jetzt damit, weil ich möchte wissen, wie das Auto jetzt vorher läuft, damit ich später, Moment, ich mache mal die Scheibe ein bisschen zu, damit ich später eine Linie habe, wie der halt, Moment, wie der vorher gelaufen ist und wie er nachher läuft, nach meiner Abstimmung. Ich nehme das immer so ein bisschen als Vergleich, weil nicht, dass der Kunde später kommt und sagt, du, der ist aber vorher besser gelaufen. Ne? Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal selber mal einschätzen, wie der jetzt läuft. Ne? Ja, ich weiß nicht genau, was da alles verbaut ist. Leute, ich bin ehrlich, das Auto soll ja um die 700 PS haben. Und ich fahre das erste Mal damit. Ich fahre den Motor mal warm, dann gebe ich mal Gas und guck mal, was da passiert. Ja, und dann, aber irgendwas rumpelt da vorne so ein bisschen. Also ich fühle mich nicht wohl irgendwie. Irgendwie fährt er so hart. Ja, so stramm. Ich weiß auch nicht. Ist immer schwierig, wenn man das erste Mal mit so einem Fahrzeug fährt. Ne? Aber er ist, glaube ich, 80 Kilometer mit dem Auto hergefahren. Oh, jetzt ist er einfach aus. Oh, jetzt ist er einfach aus. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist er einfach ausgegangen. Jetzt ist er wieder an. Was ist denn jetzt kaputt? Alter, das fängt schon ja gut an. Jetzt geht er einfach während der Fahrt aus. Gott sei Dank konnte ich gleich abbiegen hier. So, ich drehe nochmal rum jetzt. Ich bin nur jetzt abgefahren, weil er einfach ausgegangen ist und ich habe die Möglichkeit gehabt, nur runterzufahren, bevor ich da mitten auf der Hauptstraße stehe. Ja, auf jeden Fall brauche ich einen Vergleich, Leute. Ich brauche einen Vergleich, wie er jetzt läuft und wie er nachher mit der Emo läuft. So, deswegen mache ich jetzt die Probefahrt. So, und jetzt gebe ich nochmal Gas. Er schaltet sehr hart. Also der reißt die Gänge richtig rein. Die Gänge gehen nicht sanft rein. Aber wir werden mal sehen, wie es mit der Emo dann läuft. Ich bin mal gespannt. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, das Auto hat Elektronik des Todes. Da ist alles Kennbus. Es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. So, ich biege da vorne mal ab. Blinker gehen auch nicht.
Ah ja, der hat schon gehupt, weil die Blinker auf einmal nicht mehr gehen. Das ist... Warum gehen denn die Blinker jetzt nicht? Heieieiei. So klar. So klar, dass der hupt. So. Ich bin mal gespannt. Ich drehe jetzt mal gleich hier auf den Stempel und dann gucken wir mal, was da geht. Aber ich glaube, das Hosenrohr liegt auch irgendwo auf. So, ich schalte mal runter. Jetzt ist er wieder einfach raus. Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Jetzt geht er wieder. So, ich gebe mal einfach Gas. Naja, ich weiß es nicht. So, Moment, ich drehe mal hier um. Ja, Blinker geht natürlich wieder nicht, ne? So, erster Gang ist drin. Also, ich hätte jetzt mehr erwartet. Der Kunde sagt, er hat 700 PS. Ich bin ehrlich, ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also, es ist, da ist nicht so ein Kick da. Also, ich spüre hier keinen Kick. So, zweiter Gang jetzt, Vollgas. Ah, jetzt. Jetzt hat er geschoben, jetzt hat er besser geschoben. Jetzt hat er besser geschoben, aber ich weiß nicht, warum. Ich merke da nicht diesen Kick. Er geht schon, Leute, er geht schon, aber ich kann es schlecht einschätzen, ob der wirklich 700 PS hat. Ich werde es sehen auf dem Prüfstand. Ich fahre das Ding auf jeden Fall noch. Bevor ich die Emo da reinstecke, fahre ich es noch auf den Leistungsprüfstand und werde dann mal messen. Fühlt sich aber nicht nach so viel Leistung an, wenn ich ehrlich sein soll. So, schalt mal runter. So, denn. Es ist ein Corrado, normal haben die so einen richtigen Kick und bam, dann geht's los, aber der hat es irgendwie nicht, ne? Ja, es ist halt Seriensteuerung drin, ich weiß gar nicht, wer das abgestimmt hat vorher. So, Moment, erster Gang ist drin, jetzt kann ich da wieder los. Oder regelt da irgendwas ab, ich weiß es nicht. Also er fährt nicht schön, er fährt nicht sanft. So, Vollgas. Aber er schiebt schon nach vorne. Er schiebt schon. Es ist sehr schlecht einzuschätzen, Leute. Sehr schlecht. Vor allem durch das DSG, weil der einfach nur nach vorne schiebt, ne? Ja, 7-Gang DSG auf jeden Fall. So, jetzt schalten wir mal runter. Jetzt ist er wieder aus. Was ist denn da los? Verdammt nochmal. Wieso ist er jetzt wieder aus? Jetzt muss ich da rechts runter. Bitte, 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 lass mich noch rausrollen. Bitte, 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 bitte. Jetzt läuft er wieder. Was ist denn da los mit der Karre, ey? Er geht einfach aus, Leute. Er geht einfach aus. Oh, und hinter mir fahren Autos, aber er läuft jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs da getrieben haben, Leute. So scheiße, du fährst und die Kiste geht einfach aus. Und ich weiß nicht mal was, warum, weshalb. So. Nochmal kurz Feuer. Eingang. Kickdown. Komm schon, Baby, jetzt. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Laut Geschwindigkeit schiebt er unheimlich. Aber ich merke diesen Druck nicht im Sitz, dass er 700 PS hätte. Ganz komisch. Ganz komisches Fahrgefühl. Vielleicht kommt es durch das DSG. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich fahre auf jeden Fall auf den Prüfstand. Und ich werde berichten, was er an Leistung hat. Und dann werden wir sehen, wie der geht, wenn die Emo drin ist und der Gockel die Scheiße programmiert hat. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, jetzt da runter.
Ein Gang runter. Die Blinker gehen auf jeden Fall nicht. So, jetzt fahre ich mal da rein. Und schon sind wir fertig. Teil 2 kommt. Teil 2 kommt. So, D. Und jetzt ausmachen. Draufbleiben, hat er gesagt. Aus. Ich bin fertig. Ja, Leute, ich berichte auf jeden Fall. Ich werde berichten. Ich fahre das Ding nächste Woche auf den Prüfstand, stecke die Emo rein, guck erstmal, dass er läuft, mache einen Grunddatensatz drauf und dann werden wir mal sehen, was passiert. Aber als erstes fahre ich dann so, wie er ist, auf den Prüfstand, weil ich möchte das gern vergleichen, was danach passiert. Wie viel hat der Drehmoment später? Ist der Drehmoment früher wie jetzt? Kommt der später? Hat er mehr Drehmoment? Hat er weniger nach meiner Abstimmung? Wie auch immer. Ich möchte es vergleichen. Ne? Deswegen habe ich die Probefahrt jetzt gemacht. Also, ich würde sagen, Leute, ich verabschiede mich und wir sehen uns. Corrado, B-Turbo, DSG DQ 500, Emo-Umbau, Teil 2. Da sehen wir uns wieder im nächsten Video. Also macht's gut und bis dann. Tschüss.